Hallo zu unserem neuen Vlog. Die Corona-Pandemie beschäftigt nach wie vor alle Bereiche der Gemeinde. Bund und Länder beraten über die Regelungen in den nächsten Wochen. Und an dieser Stelle wissen wir genauso viel wie ihr. Über die Auswirkungen für Wölversheim und eventuell zusätzliche Maßnahmen werden wir natürlich wieder informieren. Da am See an den Wochenenden immer viel los ist, werden wir dort wieder Hinweistafeln aufstellen. Aber auch sonst war in den letzten Tagen einiges los. Am Wochenende kam es zu einem Großbrand in Berstadt. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 20 Uhr eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Haus und mehrere Zimmer standen im Vollbrand. Personen befanden sich glücklicherweise nicht mehr im Haus. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich das Feuer schnell auf große Teile des Hauses ausgebreitet hatte. Der Innenangriff eines Atemschutztrupps musste bereits nach kurzer Zeit abgebrochen werden, um die eingesetzten Kameraden nicht zu gefährden. Zudem war die Wasserversorgung an dem außerorts liegenden Grundstück nicht ausreichend, sodass mehrere Fahrzeuge abwechselnd von Echzell und von Berstadt das notwendige Löschwasser an die Einsatzstelle fahren mussten. Deshalb wurde die Anzahl der Einsatzkräfte bereits zu Beginn erhöht und Fahrzeuge und Personal von mehreren Feuerwehren herangezogen. Am Einsatz waren neben allen Feuerwehren aus Wölversheim auch die Feuerwehren aus Echzell beteiligt. Zusätzlich waren eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug und der Abrollbehälter Artenschutz aus Bad Nauheim, ein Tanklöschfahrzeug aus Friedberg sowie ein Tanklöschfahrzeug und die Drehleiter aus Butzbach im Einsatz. Das DRK aus Weggesheim und die Traditionsbäckerei Hinnerbäcker versorgte die Einsatzkräfte in den Pausen mit warmen Getränken und Speisen. Insgesamt konnte man neben Rettungsdienst und Polizei rund 100 Einsatzkräfte zählen. Gegen 1 Uhr konnte die Mannschaft auf die Hälfte reduziert werden und später mussten nur noch wenige Kameradinnen und Kameraden Nachtwache halten, um die nicht zu erreichenden Glutnester unter Kontrolle zu halten. Da das Grundstück direkt an der Gemeindegrenze liegt, begaben sich die Einsatzkräfte aller Echzeller Wehren am Sonntag nochmals an die Kreuzquelle, weil Passanten erneut eine Rauchentwicklung gemeldet hatten. Bei den Nachlöscharbeiten wurden sie mit der Drehleiter und dem Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Bad Nauheim unterstützt. Auch im Nachgang ist ein solcher Einsatz mit Aufwand verbunden. Die Wehren mussten zum Beispiel Schläuche reinigen und ihre Ausrüstung für den nächsten Einsatz vorbereiten. Am Dienstag berichteten Gemeindebrandinspektor Roland Bende und sein Stellvertreter Thomas Küchenmeister in der Sitzung des Gemeindevorstandes über den Einsatz und die Herausforderungen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Einsatzkräfte und Unterstützer. Einsätze wie diese kommen zum Glück selten vor. Wenn auch ihr euch in der Feuerwehr engagieren wollt, nehmt gerne Kontakt zu den Wehrführern in den Ortsteilen auf oder kontaktiert die Gemeinde. Wir haben in diesem und im vergangenen Jahr an verschiedenen Stellen in der Gemeinde Wölversheim kostenfreie Internetzugänge errichtet. In der Wetterauhalle konnte vor kurzem ein neuer Hotspot in Betrieb genommen werden. Die Einrichtung ist nicht immer einfach, da nicht an allen Stellen Internetzugänge zur Verfügung standen. Unser Bauhofkollege und Elektriker Carsten Göllner hat in den letzten Tagen die Technik für den Hotspot am See und auf dem Tanzhof vorbereitet. Bei beiden warten wir aber noch auf die Freischaltung des Anschlusses durch die Telekom. Die Gemeinde hat insgesamt 16 Spielplätze, die von den Mitarbeitern des Bauhofes nicht nur regelmäßig gemäht, sondern auch auf ihre Sicherheit überprüft werden. Zudem beauftragen wir externe Fachleute, die Spielplätze überprüfen. Natürlich kommt es immer wieder zu Schäden, die ausgebessert werden müssen. Durch das breite Fachwissen der Bauhofmitarbeiter können viele Arbeiten selbst durchgeführt werden. In den letzten Tagen wurde das Dach eines Spielgeräts auf dem Spielplatz an der Mehrzweckhalle Berstadt durch die Mitarbeiter Jan Becker und Dirk Meisinger neu gebaut. Schreiner Ernst Böll hat die Treppe des Spielturms erneuert. Auf dem Spielplatz am Gensberg in Södel wurde das Dach eines Spielgeräts ebenfalls erneuert. Im vergangenen Jahr hat der Gewerbering sein Jubiläum gefeiert. Im Rahmen einer Tombola wurden auch Bäume verlost. Einen davon hat Gerdi Sauer aus Södel gewonnen und den Baum an den Kindergarten Regenbogen gespendet. Gemeinsam mit ihrem Mann Manfred und Steffen Buder vom Gewerbering hat sie sich vor einigen Tagen einen Eindruck vom neuen Baum verschafft. Um einen etwas größeren Baum zu ermöglichen, hat sie noch etwas zum Baum dazu gespendet. Vielen Dank, liebe Gerdi, für die tolle Unterstützung. Wir hatten schon über die Umstellung auf die gelbe Tonne berichtet. Die Auslieferung der Tonnen läuft schon in Teilen des Wetteraukreises. In Wölversheim werden sie im Dezember ausgeliefert. Die erste Leerung erfolgt dann im Januar. Auf unserer Webseite findet ihr einen Link mit weiteren Informationen. Auf der Startseite findet ihr auch einen Link zur Erfassung der Wasserzählerstände. Wir bitten euch, die Zählerstände in diesem Jahr möglichst online zu melden. Aufgrund der Corona-Pandemie wollen wir vermeiden, dass hunderte Karten aller Haushalte sortiert und manuell erfasst werden müssen.
Hessenmobil führt derzeit und in den nächsten Tagen Baumpflegearbeiten an der Bundesstraße 455 zwischen Melbach und Wölversheim und an der Landstraße 3136 zwischen Wonbach und Münzenberg durch. Die Maßnahmen wurden mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir haben einen neuen Wölversheim-Artikel. Ab sofort bekommt ihr unsere Plätzchenausstecher im Edeka-Markt Pfeife, bei uns im Bürgerbüro und online bei Robin Bußart. Wir verlosen mehrere Sets der Plätzchenausstecher unter allen, die in Instagram eine Story mit ihren Plätzchen posten und dabei unseren Instagram-Account verlinken. Und da bin ich schwer gespannt, ob das klappt. Das war's für diese Woche. Vergesst den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bleibt vor allem gesund. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Hallo zu unserem Fröstel-Vlog. Oh, es ist kalt. Die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Eieiei. Du merkst auch nicht, wie viel ist. Instagram-Story. Nee. Also, niemals. Im Edeka-Markt Pfeife bei uns, ich muss schon wieder lachen. Oh. So, bin ich, irgendwie habe ich gerade so Assoziationen. Wir verlosen mehrere Sets der Plätzchen aus. Was ist denn jetzt? Das gibt's doch nicht! Ich sag mal! Ich hab noch mal. Wollen wir das lassen? Jetzt für diese Woche, vergesst den. Das war wieder! Sebastian! Das geht so nicht! Du kannst so nicht jetzt in Mitte! Doch, Kalle! Das. Wie soll ich denn ernst sein, wenn du so einen Phasen machst? Oh. Das machen wir. Aktiviert die Glocke, genau. 3, 2, 1. Ist gut, dass jetzt Schluss ist.